Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier wieder bei GP Power. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, wir holen den M5 ab und einmal haben wir den E36 mitgebracht. Sieht noch nicht so komplett aus, das Ding. Aber wird schon. Jetzt gehen wir rein. Bevor wir dann, glaube ich, abladen, tun wir zuerst den M5 checken. Und wenn wir den rausholen, dann bringen wir den zeitgleich rein. Das ist eine Bremse, gell? Junge, warte. Da ist mehr Bremse wie Auto. Was hat er hier? Hat sich wieder was angesammelt. Jetzt aber rein. So, wir haben Walter angekommen. Walter, mehr als gedacht. Mehr als gedacht, ja. Ein paar Teile haben neu reingemusst. Brutal. Also die Zündkabel haben wir ja so angeguckt gehabt, aber die sahen ja eigentlich nicht so schlecht aus. Aber man sollte sich nicht nach dem Aussehen... Nee, die haben irgendwo durchgeschlagen. Das sieht man jetzt vielleicht gar nicht, dass sie hier irgendwo durchgeschlagen haben. Mhm. Auf jeden Fall sind mit den Kabeln nicht sauber gelaufen. Wobei hat halt immer Aussetzer gehabt. Nichts mit Leistung zu tun gehabt, wo eher mit Leerlauf ein bisschen mehr. Ja, Leerlauf in dem Teillastbereich bzw. auch in der Volllast hat halt Zündaussetzer gehabt, okay. Mit den Kabeln. Verteile Kappe, verteile Finger. Genau, da okay. Haben wir neue drauf gemacht, weil halt da die Kontakte verschlissen sind. Okay. Und Verteilerfinger haben wir neuen drauf gemacht. Und der war durch? Das ist der OT-Sensor, ja, durch die Temperatur, was dein Motorraum immer auf die Scheiße. Letzten Jahre war. Ist weggeschmolzen hier, ja, ne? Ja, geschmolzen nicht. Der Stecker, der war komplett, wenn du den angelangt hast, der ist richtig zerbröselt, das Plastik. Ach so. Genau. Okay. Und dann hast du halt auch Kontaktprobleme gehabt. Deswegen haben wir da auch einen neuen reinmachen müssen. Das ist quasi die alte Lambda-Sonde, hast du jetzt eine Breitband-Lambda-Sonde drinnen. Mhm. Den haben wir tauschen müssen, weil es ein Drosselklappenschalter ist. Mhm. Und du jetzt einen Drosselklappen-Potentiometer drinnen hast. Mhm. Der Leerlaufregler, da hast du zwar einen neuen reingemacht, hast das gut gemeint. Ist aber Zubehör, nicht original. Das ist ein Nachbauregler für, keine Ahnung, von kostet eBay halt oder so. Nur ein Bruchteil, ne? Genau, und die funktionieren halt dementsprechend scheiße. Echt? Ja. Ist es generell Zubehör, Leerlaufregler scheiße, nee, oder ist bei dem Motor scheiße? Nee, es gibt schon von Bosch welche. Okay. Die kosten halt dann 100 Euro oder so. Okay. Und das ist halt jetzt so ein wirklich No-Name-Teil. 60 Euro oder sowas, genau, ja. Und die funktionieren nicht gut, also... Da hast du halt dann immer schwanken die Drehzahlen und so. Okay. Und wenn du den originalen Bosch reinmachst, die funktionieren halt. Okay. Ich bin jetzt hergegangen und habe halt einen guten originalen reingemacht, einen sauber gemachten. Und der funktioniert. Den Schlauch haben wir halt reingemacht, weil er hier eingerissen war. Ja, waren halt ein paar so Kleinigkeiten. Und die waren durch. Und deswegen gab es diesen Funken, wo wir mal gesehen haben, weißt du, oder das immer gehört hast? Ja. Genau, da waren die Ansaugbrückendichtungen, die waren komplett durch. Da haben wir natürlich Einzeldrossel alles runter, haben wir auch synchronisiert. Wobei das alles lange nicht der Grund war, warum wir keine Leistung hatten. Nee, das Hauptgrund ist der Luftmassenmesser. Hauptgrund oder war das noch die Drossel? Ja gut, das ganze Zusammenspiel natürlich. Der okay. Luftmassenmesser kaputt, Ansaugbrückendichtung kaputt. Ja. Dann Zündkabeln kaputt, weißt, Verteilerkappe, Problem. Das Ganze ist halt dann, sind halt viele Fehlerquellen auf einmal. Dann hast du halt hier mit dem OT-Sensor kein sauberes Drehzahlsignal mehr gehabt. Mhm. Das waren halt viele Zusammenspiele, sage ich einmal, dass die halt nicht mehr vernünftig gelaufen ist. Und dass die Drosselklappen jetzt nicht, haben die 100% aufgemacht? Nein, das war da haben wir das nächste Problem gehabt. Du hast unten im Fußraum, hast du ein Gasgestänge drinnen. Und in den Gasgestänge, da haben quasi die, wie sagt man dazu, die Lagerung gefehlt. Mhm. Und jetzt, wenn du quasi vorne hast du Vollgas geben, dann haben wir die Drosselklappen 100% aufgemacht. Und wenn du am Gaspedal unten mit dem Fußgas geben hast, haben sie bloß 60% ungefähr aufgemacht. Weil eben die Buchsen alles gefehlt haben. Das haben wir ja gesagt, dass genau dieser Schub auch obenrum so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Wie beim E30 M3 zum Beispiel, wo man jetzt, weißt du, dass der ab 4,5 und das hat gefehlt. Ja. Und das war das. Genau. Als würde ich im Prinzip wie so drei Viertel Gas ja, geben, genau. Und draufbleiben. Genau. Da dreht er zwar auch hoch, aber... Ja, ja, gedrosselt halt. Ja, ja. Da sieht man mal. Ja, es waren halt viele, viele Kleinigkeiten. Ich habe sogar gedacht, wo du zu mir am Telefon gesagt hast, wir gehen mit dem Gaspedal nur 60% auf, dass es vielleicht an einem Gaszug liegt. Nein, es war unten drin die Lagerung, die war komplett heraus. Das sind zwei so Plastikbuchsen, die wo da unten reinkommen. Und dadurch hat sich dann alles verkantet und hat halt dann immer sauber... geöffnet. Also im Prinzip alles, was gut, das musst du zuerst mal rauskriegen, ne? Das hast du am Prüfstand gemerkt wahrscheinlich, oder? Nee, oder? Ich habe es daran gemerkt, weil ich bin hergegangen und habe dann das reinvolumigere Steuergerät rein, ja. Und habe dann, können wir mal schnell zeigen, habe dann quasi das Drosselklappenpotti kalibriert. Einmal machst du das ja quasi in der Ruhestellung, ja. Und einmal mit Vollgas. Ja.
Dann habe ich hier dann ja quasi 100% hat es mir angezeigt. Ja. Und dann bin ich ins Auto reingegangen und habe dann quasi probiert, ob es da auch 100% anzeigt. Okay. Und da hat es dann bloß 55% oder 58% angezeigt gehabt. Und dann habe ich geschaut, was da los ist. Dann hast du da drauf gedrückt und hast quasi hier bloß so weit und hast dann den Rest nur weiter drücken können. Und dann habe ich zuerst auch gedacht, dass der falsche Gaszug drin ist oder so. Mhm, und dann haben wir halt unten zerlegt und dann haben wir gesehen, dass die ganzen Lagerungen fehlen da unten drinnen. Scheiße. Ja. Und das ist natürlich das ganze Zusammenspiel von Luftmassenmesser, Zündkabel, Ansaugbrückendichtung, dann bloß nicht einmal ganz 60% Drosselklappenstellung, also Öffnung. Mhm. Ja, das ist halt dann natürlich. Kommt was zusammen, ne? Da kommt etliches zusammen, ja. Du hast ihn ja bereits auf dem Prüfstand gehabt, wir sagen die Leistung jetzt noch nicht. Genau, Auto ist jetzt eigentlich soweit fertig abgestimmt. Haben auch das ganze Klimazeug mit eingebunden. Das heißt, wenn du deinen Klimaschalter drückst, dass er die Drehzahl anhebt. Mhm. Du musst halt jetzt dann bloß noch die Klima befüllen. Befüllen, ja. Beziehungsweise erstmal abdrücken, ob sie auch dicht ist. Dicht ist, genau. Und dann halt noch befüllen. Und ansonsten ist er eigentlich soweit. Fertig. Ready. Geil. Servopumpe haben wir noch getauscht. Stimmt. Das hatten wir nicht gezeigt, glaube ich, ne? Wo wir da unter dem Auto waren? Nein. Weil die Servopumpe hat ja im Prinzip bei uns haben hier drei Ausgänge gehabt. Genau. Die eine ging ja komplett nach hinten, gerade für das Niveau. Richtig. Fahrwerk hinten Richtig. Für die Dämpfer. Ja. Da wir das ja nicht mehr haben, wir haben ein KW-Gewindefahrwerk drin. War der jetzt nur blind? Im Prinzip nur blind gemacht, wo es aber trotzdem rausgetropft hat. Ja, du hast halt trotzdem die ganze Zeit den Druck auf der Leitung droben und du kannst es nicht einfach zuschrauben, weil dann könnte rein theoretisch zu viel Druck, dann könnte auch die Servopumpe kaputt gehen. Mhm. Und dann musst du halt eigentlich von einem Modell ohne Niveauregulierung die Pumpe einbauen und das haben wir gemacht. Sprich 535 oder sowas? Genau, das ist von 535i eine Pumpe. Okay. Die ist da drinnen. Und mit zwei Ausgängen und fertig. Also der hat im Prinzip kein Niveau gehabt. Genau. Ja. War doch nur eine größere Baustelle, als gedacht. Mhm. Aber jetzt hat funktioniert halt alles. Ja, das ist das Geile dran. Ja. So, sollen wir dann mal laufen lassen? Genau, kann man jetzt laufen lassen. So, was zeigt der gute Herr hier? Ja, wir haben jetzt 325 PS am Motor, 378 Newton Drehmoment und 302 PS am Rad. Okay. Statt 315, 325? Ja, passt halt jetzt. Du musst sagen, die Autos, das ist ja ein 90er Baujahr, ja. Da hast du ja früher schlechtere Sprite gehabt, jetzt ist ein 100 Oktan Sprit drinnen. Okay. Früher hast du im Endeffekt bloß 95 Oktan gehabt. Ja, okay. Aber für die Laufleistung steht er eigentlich echt gut im Futter. Das sieht man ja an der Leistungskurve, die ist eigentlich picobello jetzt, ohne irgendwelche Aussätze oder Wellen. Was hat man gesagt, 378? 378 Newton Drehmoment. Was hat der Serie? Oleg. Keine Ahnung, Michi, google mal, was hat der Serie Drehmoment? Also Leistung haben sie am Motor serienmäßig 315. Ja, aber Drehmoment weiß ich jetzt auch aber nicht. Aber haben sie in der Regel oft gar nicht mehr. Nee, top, aber vor allem, wie der jetzt schön durchzieht, ne? Ja, es läuft jetzt wirklich sauber. Auch schöne Kurve. Ja. 360. 360 Newton Drehmoment. Okay. Also bist halt nah dran an die originalen Dinger, sag ich ja drüber. Könnte jetzt da schon noch weitermachen mit Carbon-Airbox und so ein Zeug und Nockenwellen. Ich habe auch einen Drehzahlbegrenzer serienmäßig gesetzt, weil mit den Serien-Nockenwellen und Serien-Ansaugbrücke und dem ganzen Zeug macht es keinen Sinn mehr, weil hinten raus, wenn du es jetzt da siehst, fällt ab dann. Ganz leicht fällt es hinten raus schon ab. Du hast eigentlich bei 6,6 hast du die höchste Leistung und hinten raus haltet das dann gerade so noch. Und wenn du jetzt dann, sage ich mal, 7,7 drehen würdest, dann bräuchst du im Endeffekt schon wieder Nockenwellen und Carbon-Airbox und das ganze Zeug.
Aber schöne Grüße von hier übrigens an Marco. Marco ist auch gerade dran, glaube ich, mit Leistung macht er gerade auch. Da hat er die Leistung gehabt, ne? Der hat irgendwas 280, 290. Degenhard. Ja, irgendwie sowas. Degenhard, ja, kommt mit seinem M5. Ja. Genau. Stand ja aber auch eine Weile bei seinem Auto und hat, glaube ich, wie viele Kilometer hatte der? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Über 300? Ich weiß nicht, müsste ihn auch schon. Aber wie gesagt, deiner jetzt da mit 250.000 Kilometer. Ja. Siehst du, der Motor super, ist auf jeden Fall noch gut im Futter. Was meinst du noch auf jeden Fall machen müssen? Getriebeöl auf jeden Fall mal wechseln. Und dann haben wir Ruhe. Und dann ist der eigentlich tippitoppi. Genau. Ich glaube, jetzt wird auch mal Spaß machen. Wir werden mal fahren. Ja. Ja, jetzt macht er auf jeden Fall mehr Spaß wieder. Ja, definitiv. Sind ja ein paar PS hier mehr dazu. Etwas mehr PS hast du jetzt, ja. Definitiv. Nee, top. Das war wirklich 199 PS. Das sehen wir. Was hast du da am Rad gehabt? Was habe ich? 199 PS. Was hast du da am Rad gehabt? 150, ne? Ja, 160 sowas wieder gehabt haben. Ja. Ja, wir sind ja drin gehockt und hängt gesagt, wann geht's denn los, ne? Ich hab's Video gesehen. Ja, und selbst er hat ja schon ausgelacht, hat gesagt, der Micha war motiviert. Der hat seine gute Tage, hat er gesagt, ne? Die ganze Klappe Saugrohrtechnik, das haben wir ja auch gemacht. Wenn du dann jetzt nicht anmachst und so, dass die Klappe die innere, wieder schaltet, genau, zerlegt haben. Die sich erkennt. Das kann ich ja mal starten, dann sieht man ja, dass das jetzt auch alles... Naja, Katze, dass halt das Saugrohr da drinnen auch schaltet. Also generell auch für die Leute jetzt, weil bevor sie jetzt mich fragen oder dich fragen, unabhängig von Turbo-Umbauten, wenn jemand so mit solchen Problemen zu dir kommt, auch gerne? Ja, ja, klar, mache ich ja auch. Alle M-Modelle? Ja, ja. Okay. Das ist kein Problem. Andere Fahrzeuge? Wie andere Fahrzeuge? Ja, du VW. Ja, ich mache so VR6 Turbo, R30 Turbo, das ganze Zeug mache ich ja genauso. Ist das mit dem Golf, wie ich gerade vorhin die Bremse gesehen. Ja, die ist groß, gell? Ah, das Ding überschlägt sich doch, wenn er voll drauf tippt. Ja, das bremst schon massiv. Das ist ja zu arg. Ja, das ist so ein VR6 Turbo, da mache ich halt viele Abstimmungen und so. Und auch Motorenbau. Okay. Ja. Super. Dann müssen wir eigentlich nur noch den N54 noch besprechen. Yep. Wobei, ich weiß nicht, ob wir den auf den Prüfstand drauf tun, weil der hat, Kupplung ist nicht gut, haben wir zwar im Unfall nicht gewusst, wir sind ja als Unfaller, wir sind ja auch noch gar nicht gefahren, aber der Vorbesitzer hat gesagt, hat sich kurz gemeldet. Warum die Kupplung? Der Vorbesitzer hat gesagt, die Kupplung sollte man neu machen. Wir haben schon eine bei uns liegen und Simmering ist undicht, gell? Leicht undicht. Also eine Seite und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das an einem Zug dann hinterher. Ja. Weiß nicht, jetzt muss ich mal probieren, ob der jetzt durchrutscht oder nicht. Wenn er nicht durchrutscht, können wir den ja auch mal einmal messen. Können wir schon mal messen, ja. Und dann bin ich gespannt auf jeden Fall auf den E36. Was hältst du so von so einem Umbau? Ja. Also jetzt M50 zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel M50 jetzt ohne Kopfschrauben oder ohne Kopfdichtung, hast du gesagt, so 400, kannst du locker damit fahren. Schon was, ja. Gegensatz jetzt mit N54 mit 400 PS, mit Originalgetriebe von N54, ist schon... Ja, ist halt ein modernerer Motor, du wirst auch weniger Spritverbrauch und so haben. Das ist natürlich, da liegen Jahre anders dazwischen. Ja. Also von dem her, die Aufkulturen und so. Der baut ja schon relativ früh auf. Ja. Ne? Ja. Man muss halt immer wissen, was man will. Ja. Das ist halt immer, das ist gleich wie Turbo und Kompressor, das ist ja komplett unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ich habe auch zum Beispiel viele Kunden, die sagen, Sauger, da kommt nichts anderes da ins Haus. Das ist auch schön. Ich sage mal so, Saugmotor kann auch Spaß machen. Braucht man nicht drüber reden. Aber da kostet halt jede PS-Zahl ein bisschen mehr. Du musst halt mehr, was heißt mehr? Du nimmst halt viel Geld in die Hand für wenig Leistung. Ja, ja. Oder für relativ wenig Leistung. Wobei du aber jetzt merkst, dass das wieder schon geschätzt wird, gell? Aktuell. Ja. Also war ja zeitlang nichts. Mache ich schon relativ viele so saubere Sachen. Ja? Ja. Also Nockenwelle, Kopfbearbeitung. Das ja, ich habe halt unwahrscheinlich viele Saugmotoren zum Beispiel in irgendwelche Rennklassen am Laufen. Okay. Jetzt zum Beispiel der da oben, das ist auch ein Rennfahrzeug, der fährt in Gruppe 5, das ist ein M42 Motor, okay. Also 318 ES, da mache ich relativ viele. Was machst du da? Ist Sauger? Das ist jetzt Sauger, im Endeffekt, da muss ich jetzt die Abstimmung machen. Und da habe ich E36 am Laufen mit M42 Motoren in Rallye. Was kommt da dabei raus? Es kommt nicht mehr darauf an, wie der Motor gemacht ist. Mhm. Aber ich habe tatsächlich welche mit originaler Ansaugbrücke mit fast 230 PS. Nein. Ja. Du weißt, dass wir noch so einen also Motor das, die, umlegen die bauen, haben, ne? Die bauen jetzt halt nochmal ein neues Auto zusammen. Das sind die von Rallye. Das sind die HT Rallye Jungs. Die haben einen E30 gehabt. Da haben wir 228 PS gehabt mit einem Serien-Saugrunner.
Aber trotzdem viel Geld reingesteckt in Tuning. Ja, natürlich, aber das ist halt das Reglement. Ja, ja. Okay. Du musst dich halt dem Reglement anpassen, ja, was ja, du halt fährst. Ja, okay. Wie zum Beispiel jeder oben, der fährt auch in so eine Gruppe 5 heißt das mit und die dürfen halt, gewisse Sachen dürfen sie verändern und gewisse Sachen müssen halt serienmäßig bleiben. Ja. Die haben halt auch eine Hubraumbegrenzung zum Beispiel oder die dürfen dann eine Einzeldrossel drauf machen. Mhm. Also es ja, kommt immer drauf klar, an. Ja, klar, klar. Genau. Und was hältst du von deinem Motor? Ja, wie gesagt, für so Rundstrecke oder für so ein Zeug sind die schon, ist halt ein leichter Motor. Mhm. Wie hoch drehen die denn? Es kommt immer drauf an, den, von den HT-Rally-Jungs, die wir gehabt haben, da war ein mechanischer Ventiltrieb auch drin und da haben wir 8,4 gedreht. Kannst natürlich auch noch höher drehen. Ja. Aber es kommt halt immer darauf an, was für Bereiche, dass du das ja, überhaupt ja, brauchst und wie von der Achsübersetzung, muss halt immer alles zusammenpassen. Mhm. Und die sind da eigentlich schon ganz gut dabei. Aber das ist halt der Vorteil mittlerweile, muss ich sagen, ich schnupper halt überall ein bisschen mit rein. Ich habe halt unwahrscheinlich viele Driftautos, Viertelmeile-Autos, so Rundstreckenautos, da bist halt querbeet alles ein bisschen dabei. Was hältst du von LS3-Technik im so E36? Ja, ich bin jetzt, also meine persönliche Meinung ist immer so, ich bin halt so, warum man einen anderen Motor einbauen. Mhm. Da kann man irgendwo, sage ich mal, bei der Marke bleiben. Es gibt auch viele, die so einen 2JZ-Motor zum Beispiel verwenden. Mhm. Das geht ja mit den BMW-Motoren auch, weißt du, was ich meine? Ich denke mir auch, dass du solltest immer bei der Marke bleiben. Also auch vom Motor her passt einfach besser. Auch wenn du einen Umbau hast, passt alles zusammen. Bloß, ich habe ein Problem, welchen V8-Motor nimmst du für ein Cabrio, wo du wirklich mal auch mal ein bisschen cruisen willst, ein bisschen Klang haben willst, im BMW-Bereich? Ja, bleibt dir im Endeffekt bloß der M60 übrig. So. Oder was, M62. Was kann der? Ja gut, da haben wir auch schon welche gemacht, sage ich mal, mit Nockenwellen und so, ein Freiburg über ein Steuergerät, da waren wir auch schon bei 320 PS. Ja. Hm. Du wolltest aber trotzdem LS-Motor hören. Klanglich sind sie nicht so schlecht. Ein bisschen will ich so was Positives hören, ja. Ich will es halt mal ausprobieren. Ja, natürlich, wie gesagt, das ist meine Meinung. Das Gute heißt ist ja, nicht, da gibt es ja verschiedene Kategorien, auch mit 430 PS, 530 PS als Sauger. Ne? Du kriegst halt von den Staaten alles mit Adapter, alles drum und dran schon fertig. Und da wollen wir halt mal ein, zwei Sachen mal probieren. Was ja gut, so. Ich sage mal, du kriegst aus so einem M60 auch noch mehr Leistung raus. Das war ja ein relativ seriennaher M60, noch bloß mit Nockenwellen und so. Ja, wenn du da mit der Verdichtung noch arbeitest und so, geht auch was. Geht auch noch mehr. Wir hatten mal letztens über meinen 7er geredet. Da haben wir gesagt, Getriebe, Schalter ist sinnvoller, wenn man Kompressorumbau macht. Mhm. Geht auch 5-Gang oder ist blöd? Ja, die hat es ja sowohl als abgegeben. Die gibt es ja als 5-Gang-Getriebe ja, bei den 530er oder halt dann 6-Gang-Getriebe. Kannst du auch rein, theoretisch kannst du auch das 5-Gang nehmen. Das kriegst du halt einfacher und kostengünstiger. Ja, darum geht's ja. Da hat sich mal bei mir jemand gemeldet mit 6-Gang, der hätte alles da für den Umbau. Danach hat er sich nicht mehr gemeldet. 5-Gang kriegt man halt schon mit Pedalerie alles hinterhergeschmissen. Mhm, die kriegst du billig. Aber vom Fahren her... Ja, vom 6-Gang her ist schon ein bisschen angenehmer, sage ich mal. Aber 5-Gang, wir haben zum Beispiel früher viele E30 umgebaut mit 5-Gang. Weil es halt auch kostengünstig ist, das fährt eigentlich schon. Okay. Wenn es das Differential dementsprechend anpasst, fährt das eigentlich schon ganz gut. Okay. Ich meine, die M5 ist ja das gleiche, die hat sie da als 3.8er, hat sie ja auch als 6-Gang gegeben. Ja, ja, genau. Ich sage mal, die 5-Gang, die laufen ja auch sauber. Mhm. Also. Dann tun wir den E36 runter und tun wir den drauf. 5er ist drauf. Sind wir schon mal glücklich, ich freue mich schon. Wenn es schönes Wetter ist, dann fahren wir den auf jeden Fall mal. Messen wir, machen wir eine 100-200er Messung. Definitiv. Mhm. Und ich will ihn so am besten auch mal messen. Nur so als Vergleich. So, jetzt gehen wir rein und gucken uns den E36 mal von unten an und soll er sagen, wie er den schweißen will. Dass man das da ein bisschen hier. Wo aus den Halte her? Das ist auch von Drift HQ. Okay. HQ hießen die, ne? Beide Seiten oder was? Alter Stau. Ja. Das wird frippieren sein Vater. Ja. Ja, da haben wir jetzt sowieso geguckt, ob man das Ding hier ersetzen können, den Unterteil. Aber da ist ja ein Lader schon leicht feucht, hast du gesehen? Der ist feucht. Ja. Siehst du da dran? Ein bisschen ölfeucht. Ein bisschen. Feucht ist gut. Ja, ist eh die Frage mal später, was anders zu machen. Aber das Ding stört halt brutal jetzt, wenn du die Dinger hier hin machen willst. Weißt du? Ja, ja. Anschlüsse. Ja. Die Anschlüsse kannst du ja, den Flansch kannst du ja eigentlich wieder verwenden. Hast du die V-Bahns auch dabei, die originalen? Haben wir die V-Bahns? Nee. Da muss ich halt mal also, original BMW. Nee, ich kann sie schicken. Ja, dann schicke alles zu. Also V-Band, Bremse gutachten, Fahrzeugschein. Gewindefahrwerk gutachten. Nee, den zweiten Katz. Wie bitte? Gewindefahrwerk gutachten. Ist eingetragen. Achso, ist schon eingetragen. Und dann muss eingetragen folgen.
Sind auch schon eingetragen. Sind auch schon eingetragen. Ja. Okay, also Felgen, Fahrweg ist eingetragen. Brauchst bloß Bremse im Motor. Richtig. Okay. Kardanwelle ist ja, haben wir den Flansch vom 335er. Genau. Hm. Den haben wir ja praktisch eingeschickt, der wurde angepasst, ja. Gewuchtet. Ja. So lang. Und der ist jetzt auch für HQ. Da halt der. Ja, dann schickst du mir auf jeden Fall die V-Bands zu. Ja. Die Cuts da. Ja. Und dann machen wir halt die Cuts, müssen wir halt dann hier irgendwo reinmachen, denke ich. Genau. Mal. Die kleinen Cuts, genau. Hier in dem Bereich irgendwo. Dann hier die anderen Cuts, hier im Rohrverlauf. Und ein Topf. Und halt einen schönen großen Endtopf rein. Doppelrohr. Halt nicht. Hast du Doppelrohr? Ja, wir bauen komplett doppelflutig. Okay, gut. Weil du hast ja auch hier zwei Cuts. Ja, ja. Wir bauen im Endeffekt alles doppelflutig. Stimmt. Durch. Jetzt hast du eine Idee oder kennst du so einen Hersteller, wo mir die Aluplatte hier in Ding besorgen kann? In, na, sag mal, wie es heißt. So Gummi oder was meinst du? Nicht ganz Gummi, so hart Plastik. So, ja, ich so. Weiß schon, was du meinst. Das PU-Zeug. Ja. Bloß in der Größe, ich weiß nicht, ob man die anfertigen lassen muss, dann theoretisch. Ne? Ja, so PU-Lager kannst du im Endeffekt selber machen. Gibt es ja, Rohmaterial, das was du halt dann selber herdrehst oder herschneidest. Fräst, ja. Aber das wird nicht recht viel von Vibration herbringen. Meinst? Ja, besser wie das. Besser. Oder was hättest du gesagt? Wie ist das überhaupt befestigt? Ist das da geschraubt oder was? Von der Klotz hier. Da nochmal. Hier von unten. Ach so, und das wird dann so durchgeschraubt, ja. Oder was? Okay. Ja, am besten ist halt immer Gummilager, das ist halt nicht ganz so vibriert. Ja. Wobei beim Sechszylinder geht es, beim Vierzylinder ist Katastrophe. Ist das Alu? Jetzt müssen wir es mal ausprobieren. Das ist Alu, ja. Komplett. Das ist noch Rennsport hier. Wenn die Alpiner heute auch Mannigkeiten, die brechen weg wie. Echt? Ja, wie hey, knusprige Brezeln. Können wir die Bühne ein bisschen höher machen? Ja, können wir. Mit deinen 2,40 Meter. Ja, ist zu groß. Ich guck mal, ich finde, wo das war. Lass dich in den Kardantunnel stellen, dann geht's nicht mehr. Hast du jetzt keine zwei Lüfter reingemacht, oder? Nee. Das ist bloß den einen. Nur den einen, den kühlen halt und der andere für den Klimakühler machen wir von außen noch hin. Okay. Das ist jetzt der für der Originale. Aber wenn wir wissen, dass wenn er hier schleift, dann ist gut. Ja. Tiefster Punkt. Also alte Cuts, Vor-Cuts, Nach-Cuts. Aber so brauchst du nicht schweißen. Jupp. Muss man die Schweißnaht mal zeigen hier. Oder wie das geschweißt wurde. Im Prinzip muss es so jetzt nicht sein, weil wenn jetzt die ganze Abgasanlage geschweißt wäre, dann sieht es gut aus. Aber wenn da so alte Cuts noch drin hast, dann... Jo. TÜV-Norm und fertig. Wird gemacht. Dann kommen wir bald wieder. Mhm. Wenn ihr gesagt, Mitte Februar, dann eventuell mit dem E34, ne? Ja, Mitte, Ende Februar. Mhm. Weil Anfang März kommt der TÜV-Prüfer. Das erste Mal dann hier. Okay. Du musst ja eh noch abstimmen, machen, tun. Genau. Alles abstimmen, durchschauen, für den TÜV fertig vorbereiten. Okay. Gut. Wir zischen jetzt, ja? Mhm. Jo. Dankeschön. Bitteschön. Wir hören uns.